Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute die Beantwortung einer Frage von Florian. Und Florian war auch hier im Outlet. Und er möchte wissen, hallo Martin und Team, erstmal vielen Dank für die tollen Koi, die ich im Outlet ergattern konnte. Sie entwickeln sich hervorragend. Der gesamte Bestand ist mittlerweile handsam, vor allem natürlich der Karashi. Eckdaten meiner Anlage. Der Teich wurde im Frühjahr komplett umgebaut und läuft nun seit April. Die Filteranlage wurde komplett selbst gebaut. Insgesamt 4x300 Litertonnen. Die ersten zwei bestückt mit Genesis Bürsten, dann Japanmatten und denen gefolgt knapp 300 Liter Helix. Etwa 100 Liter eingefahrenes Filtermaterial hast du mir beim Outlet noch mitgegeben. Der Teich fasst etwa 12.000 Liter und wird 1,5 Mal pro Stunde umgewälzt. UVC ist 75 Watt, Wasserwechsel 20-30% und in der Woche und belüftet wird mit 1x20 Liter und 1x40 Liter. Derzeit schwimmen 10 Koi von 25 cm bis 50 cm. Ich füttere im Schnitt 200 bis 300 Gramm Wachstum und Farbe und Black Label pro Tag. Aber nun zu meiner Frage. Mein Ammonium morgens liegt bei etwa 0,05 bis 0,1 und mein Nitrit bei 0,2 bis 0,3. Diese Werte habe ich jetzt mit ein paar kleineren Unterschieden jeden Morgen über eine Woche hinweg gemessen. Nitrit deute ich so weit, dass mein Filter einfach noch nicht wirklich in Schwung gekommen ist, aber ebenfalls messe ich über eine Woche nur Nitrat von 5 Milligramm. Irgendwie stagniert der Wert. Woran kann das liegen? Zunächst dachte ich an Denitrifikation. Der pH-Wert liegt bei 7,8, Leitungswasser 7,9 und die Carbonathärte stagniert ebenfalls bei 3, Leitungswasser 5. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten oder einen Blog daraus machen. Vielen Dank, freundliche Grüße aus dem Hunsrück, Florian. Ja, Florian, das sind natürlich so Effekte, die man so einfach nicht beantworten kann. Wir haben grundsätzlich natürlich drei starke Punkte, die uns das Nitrat senken. Und für alle, die es vielleicht nicht genau wissen, Nitrat ist das Endprodukt der Nitrifikation. Die Koi atmen Ammonium ab, das Ammonium wird bakteriell zu Nitrit oxidiert, andere Bakterien wiederum oxidieren das Nitrit zu Nitrat. Nitrat ist jetzt mal von Bakterien erstmal nicht so einfach zumindest weiter abbaubar. Nitrat ist aber auch in höheren Konzentrationen für Koi gut verträglich und 50, 60, 70 Milligramm haben eigentlich keinen negativen Einfluss. Und in manchen Kommunen wird sogar, und Nitrat ist mittlerweile ein Riesenproblem in der Trinkwasserversorgung in Deutschland, in manchen Kommunen wird sogar Nitrat mit bis zu 50 Milligramm pro Liter angeboten oder in die Haushalte verteilt. Also in solchen Regionen hat man eigentlich gar keine Chance, einen deutlich geringeren Nitratwert zu bekommen, außer man würde jetzt auf selektive Ionenaustauscher setzen, aber das ist eigentlich alles gar nicht notwendig. So, also wir haben es beim Nitrat mit dem Stauparameter zu tun, der eigentlich über die Zeit immer höher werden wird. Die stärkste Möglichkeit, das Nitrat zu senken, ist natürlich der Wasserwechsel. Beim Wasserwechsel spüle ich natürlich immer das Nitrat raus und wenn mein Leitungswasser ein niedriges Nitrat hat, wie das Teichwasser, dann fällt natürlich der Nitratwert. Und ich denke mal, du machst relativ viele Wasserwechsel und darum würde ich bei dir vermuten, dass du darüber auch relativ große Mengen an Nitrat rausbekommst und dass dein Wasserwechsel in Relation zu deiner Futtermenge, zu deiner Teichgröße, zu deinem Fischbesatz einfach so im Gleichgewicht steht, dass du den Wert auf 5 Milligramm halten kannst. Sprich, das ganze Nitrat, was in der Woche oder am Tag über die Nitrifikation entsteht, wird dann über die wöchentliche Wasserwechsel wieder reduziert. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Effekte, wo Nitrat aus der Anlage entfernt wird. Das eine ist, wie du sagst, die Denitrifikation. Die Denitrifikation ist jetzt wirklich ein bakterieller Prozess, wo Bakterien in den Bereichen im Teich oder im Filter, wo kein Sauerstoff ist, wo die wirklich sich den Sauerstoff aus dem Nitratmolekül holen. Also die spalten da einfach den Sauerstoff ab. Allerdings muss man auch sagen, das ist in vielen Fällen ein sogenannter Flip-Flop-Effekt. Die holen sich das Nitrat und machen dann aber eine unvollständige Denitrifikation. Das sind sogar die meisten dieser Bakterien. Eine unvollständige Denitrifikation heißt, dass die nicht komplett das Sauerstoff aus dem Nitratmolekül abspalten, sondern nur eins. Und dann wird aus NO3 wieder NO2 und dann steigt dadurch der Nitritwert. Und das ist auch in manchen Anlagen der Fall, die permanent über viel zu hohe Nitritwerte verfügen. Und obwohl der Filter groß genug ist, die Wasseraustauschrate groß genug ist, da kann es dann sein, dass der Filter einfach schlecht durchströmt wird. Und in einem schlecht durchströmten Filter kann es dann zu Todzonen kommen. Und in diesen Todzonen kann es zur unvollständigen Denitrifikation kommen. Und das heißt nichts anderes, wie dass Teile des Nitrits, was von den einen Bakterien
zu Nitrat oxidiert wird, von anderen Bakterien dann wieder zum Nitrit zurückproduziert wird. Also das springt ständig hin und her, hin und her und hin und her. Und die Folge sind am Ende hohe Nitritwerte. Hast du aber vielleicht jetzt überwiegend die Bakteriengattungen, die die vollständige Nitrifikation machen. Und vollständige Denitrifikation heißt, dass wirklich der gesamte Sauerstoff vom Nitratmolekül entzogen wird. Und am Ende entgast dann ganz normaler Stickstoff. Oder der Stickstoff ist dann das Abfallprodukt, das ist gasförmig. Und das kann dann über die Wasseroberfläche abgegeben werden. Also, die Denitrifikation ist eine Möglichkeit, halte ich aber bei einer relativ jungen Anlage wie deiner für relativ unwahrscheinlich. Was natürlich noch ist, Algen zum Teil nehmen Nitrat auf, andere Wasserpflanzen nehmen Nitrat auf. Das ist natürlich für die auch ein Stickstoffdünger. Und da kann natürlich auch entsprechende Mengen Nitrat aufgenommen werden. Ist aber ein relativ kompliziertes Thema. Und von daher würde ich mir da auch nicht sonderlich viel Kopf drüber machen. Und Nitratwerte von 5 Milligramm sind einfach vorzüglich. Und wenn du es einfach mal wissen möchtest, woher kommt es, dann kannst du einfach mal zwischen zwei, machst einfach mal 7 Tage keinen Wasserwechsel. Und in den 7 Tagen sollte dann, wenn es vom Wasserwechsel oder wenn deine niedrigen Nitratwerte durch den Wasserwechsel kommen, solltest du innerhalb von 7 Tagen auf jeden Fall mal einen Anstieg feststellen, wegen mir auf 10 Milligramm, auf 7 Milligramm. Allerdings, und das ist auch wichtig, wir messen natürlich über die Tröpfchentests den Nitratwert in einem relativ breiten Spektrum. Und da ist immer wieder die Frage, wie genau sind nachher die Messungen, die man da tatsächlich hat. Ich denke, wenn man es photometrisch macht, hat man da deutlich genauere Werte, wo man dann auch sagen kann, das oder dieser Effekt hat dieses Phänomen nachher begründet. So, Florian, dir weiterhin viel Spaß mit unserem Koi, mit unserem Futter und natürlich beim Koi-Hobby. Mach's gut, ciao.